Hallo, herzlich willkommen zurück bei Mittelerde Mordors Schatten. So, wir sehen schon, Mock, der andere Zwilling, ist das aktuelle Ziel. Er scheint Hauptmann zu sein, Häuptling. Und wie wir gerade feststellen, hat Redback seine Leibwächterposition. Was bedeutet, dass Brock entsprechend vorher da war? Und das wiederum bedeutet, Redback hat seinen Bruder getötet und das kann erst einmal gar nicht gut sein. Und das würde ich sogar behaupten, selbst wenn ich nicht wüsste, dass es tatsächlich nicht gut ist. Oder noch Appendizes, Sklaven, okay. Die Uruks errichten Sauerungskriegmaschinerie auf dem Rücken gefangener und versklavter Menschen. In ganz Mordor gedeiht der Sklavenhandel, wobei die gerade gefangenen Sklaven nach Tharabad am Nunenmeer geschickt und damit Hilfe großer Bestien weitertransportiert werden. Überall in Mordor arbeiten die Sklaven in Gießereien und Mühlen, bauen Nahrung für die Uruks an und leiden am Pranger, um die anderen Unterwürfigkeit zu lehren. Das Leben eines Sklaven besteht aus mühevoller Arbeit und Prügel. Dies ist ein neues Mordor und es wird von Menschensklaven erbaut. Doch der Grabwandler hat wieder ein wenig Hoffnung in ihr Leben gebracht. So, und dann haben wir da Häuptlinge wahrscheinlich, ne? Position über Häuptlinge, schneller Wurf. Achso, ja, okay. Wir haben einen Fähigkeitspunkt, den wir noch nicht einsetzen. Wir haben 935. Wir hier einsetzen. Gibt es dann nichts Neues? Und wir haben neue Runen bekommen, die aber ziemlich uninteressant sind. Da wir die in Mirian umwandeln. Bringt uns nicht viel. Aber immerhin etwas. Aber die gibt es noch mal besser. So, da kommt die Rune drauf. Einsetzen. Und dann haben wir nur die. Oh, ein bisschen was bekommen. Ja, vollkommen uninteressant. Kann ich aber nicht umwandeln. Wo kann ich die nicht umwandeln? Weil es offensichtlich spezielle sind. Ah. Kann ich auch nicht wegmachen. So. Uninteressant. Gleiche, dann habe ich das bereits alles erledigt. Auch uninteressant. Und das wäre sogar noch relativ interessant. Ach, guck mal, da habe ich sogar eine schlechte. Und eine bessere schon ausgestattet. Gut. So, jetzt hätten wir das. Dann wollen wir hier den gefallenen Auftrag machen. Die Sklaven werden dafür bestraft, dass die vor Erschöpfung zusammengebrochen sind. Spreche, rette sie vor ihren Feindern. Machen wir jetzt mal ein paar Sklavenaufträge. Bevor wir uns dann später weiter begeben. 5 Uruks durch Schleichtötungen. Attentöten. Ich glaube, ich sollte mich mit dem Hauptmann anlegen. Dann kann ich seinen Platz einnehmen, wenn ich ihn besiege. Er ist nicht ohne. Befreie mich oder töte mich. Mir soll es gleich sein. Wird er locker fertig. Das hört sich nicht gut an. Es ist immer noch schwer, auf den Beinen zu bleiben, Sklave. Schleicht hier jemand herum? Der Uruk wurde umgebracht! Halt! Ich habe etwas gesehen! Hast du? Komm nicht hin. Bist du das Waldläufer? Schneid mich los, bitte!
Jemand hat ihn getötet! Zum Glück bist du hier. Hilf mir! Ganz klugen Orks. Habt ihr das gehört? Da gab es einen kurzen Notfall. Wir mal einen Hand, dann haben wir den fünften. Ach ja. Wie kann ein verdammter Tag so viele von uns töten, ohne auch nur einen Kratzer davon zu tragen? Hä? Was war das? Ich will nur, dass es vorbei ist. Hilf mir! Okay, wir liegen jetzt so viele Leichen. Bist du das Waldläufer? Schneid mich los, bitte! Ja, wir schon dabei. Danke! Leichttötung im vollen Rennen. Hab das jetzt. Ich kann es nicht mehr länger ertragen. Bitte hilf mir. Ich sehe den Waldläufer. Danke, so. Waldläufer. Lass uns nicht durch? Ach, wir wurden noch ein bisschen. Wenn du deine Beine nicht benutzt, sollte ich sie dir wohl brechen. Ja, super. Hey, hier rüber! Das hat ja jetzt alles nicht so gut funktioniert, ne? Aber wenigstens ist das so. Ich kann meine Füße kaum spüren. Doch. Dann haben wir hier noch zwei Stück, dann machen wir die und gehen dann zu dem Artefakt, zu dem Gollum-Auftrag. Ich finde schon die Kraft zu fliehen. Danke, Waldläufer. Vielleicht kriege ich da irgendwo auf dem Weg auch nochmal eine Ratte. Karagore. Kann man auch Chaos stiften. Na, sehr gut, hier. Ich wäre eigentlich fast in Flammen aufgegangen. Rappen laufen. Hättest du mal weniger Grog getrunken und aufgepasst, wohin du läufst. Es war nicht der Grog, es waren diese Schützen. Ah, diese verfluchten Feuerbolzen. Haben sie letztens fast das Lager niedergebrannt. Der Waldläufer! Blutet ihn aus! Einer gegen einen. Habe ich mich echt damit die Ratte auseinandergenommen habe? Ich dachte, wir würden auf die Jagd gehen. Und auf einmal kriegt der Befehl, noch mehr Vorräte zu packen. Vermutlich werden wir bloß zur Festung geschickt. Ich habe gehört, der Tagwaldläufer sei doch gesehen worden. Ja, ist er. Nicht. Aber egal. Die Häuptlinge hatten vorhin ein geheimes Treffen. Ich
dass man die Ratten aus der Entfernung sieht. Erzähl uns doch nochmal, wie du diesen Waldläufer getötet hast. Halt endlich die Klappe. Den Spaß gönn nicht, wenn du ihn... Für jede Beleidigung, ob wahrhaftig oder bloß eingebildet, werden die Sklaven von ihrem brutalen Zuchtmeister hingerichtet. Ihrem. Rette sie vor diesem ungerechten Schicksal. Anlocken und dann töten. Der Hauptmann ist schon wieder fort. Was meint ihr, könnten wir alles anstellen? Ein blutiges Gemetzel! Na dann los! Hol uns einen Sklaven zum Fressen, bevor er wieder da ist! Moment! Ich rieche etwas! Ich hasse es, wie der Hauptmann den Grog rationiert, nur weil er meint, wir hätten nicht genug getan. Er befolgt nur die Befehle der Häuptlinge. Die sitzen da. Ich hab's gehört. In einer Höhle weit oben im Aschengebirge. Er wird von einer... Zum Glück bist du hier. Hilf mir! Von Graugs die Grog bewachen? Hört euch doch mal. Danke. Was war das? Einen habe ich noch. Also einen muss ich noch. Wenn ich dir die Zunge rausschneide, redet sie dann noch weiter. Also nicht ganz so, wie es geplant war, aber okay. Die Ratte gleich mit erwischt. Hallo, du da! Komm her! Ich stehe in deiner Schuld. So, und ich muss jetzt mehr Hauptaufträge erledigen, damit ich weiterkomme. Okay. Hätten wir das auch schon mal erledigt? Das Einzige, was noch übrig ist, ist der Kiste. Lass uns nicht im Stich! Rotteter Fische. Das Einzige, was noch übrig ist, ist... Rotteter Fische. Da. Ich weiß, es war dumm, diesen Uruk zu beleidigen. Doch ich würde es nochmal tun, nur um dich kämpfen zu sehen. Dann geh einfach mal mitten durchs Lager. Schleicht hier jemand herum? Was? Ach nein, wo kommst du denn her? Die letzten Minuten deines Lebens sollst du auf den Knien verbringen. Hey, zum Leuchtfeuer! Ich lähme diesen verfluchten Tag! Nicht! Zünde doch an! Ich habe dich unterschätzt, dieses Mal. Greif ihn von hinten an! Das ist ich weiß schnell. Nicht, was das war. Sicher falscher Alarm. Hinterher! Schleicht er jemand umher? Entfache das Signal! Ich seh schon Gespenster. Dabei wollte ich doch meine Klinge ausprobieren. Das ist so schnell. Hoch.
warte. Ich rieche etwas. Scharfschlag. Oh. Ich sollte weniger trinken. Oh, stand Ich hab ihn gesehen! Ich kann eigentlich mehr besser greifen sein und verhören, ne? Damit ich die in einen Häuptling rankriege. Ja, machen wir mit den roten Aufträgen. Hier haben wir aber erstmal noch einen Auftrag für die Ausgestoßenen. Ich wette, ich könnte dem Grauk einen Fuß abschlagen, bevor es mit seinen dummen Äuglein blinzeln kann. Jetzt kann ich hinkommen, denn... Ah, den hab ich getötet. Diese Menschen verweigerten die Befehle ihrer Uruk hin. Rette sie, bevor sie hingerichtet werden. Das Spiel hat so ein leichtes Problem damit, dass ich die ganzen Häuptlinge, Hauptmänner töte. Da war Angriff von oben, okay. Ich würde dir auch sagen, dass sie uns aufschneiden und mit Dorn füttern würden, wenn wir unsere Arbeit nicht rechtzeitig beenden. Also hier denn die Festung, wo ich gerade schon alles ausgelöscht habe. Auf mich anzumotzen. Hilf mir! Wir waren nicht allein. Bitte, finde unsere Freunde. Ja, ja, ja. Bin dabei. Angriffe von oben zu veranstalten, wenn keiner da ist, ist so einfach. Wenn unser Häuptling zu reden beginnt, halten Sie allesamt inne und hören zu. Du kannst nicht aufhören zu arbeiten. Wenn du nicht arbeitest, müssen wir es ja tun. Den kann ich mir auch von oben holen. Ist gut. Ist offensichtlich mir gelungen, die beiden zu töten, ohne dass sich es irgendwer gemerkt hat. Das trotz eines offenen Kampfes. Zu sterben! Bitte hilf mir, bevor sie wiederkehren! Ja. Diese Gefangenen dort vorne sind so gut wie tot! Ich bin schon auf dem Weg. Kommen wir für ein bisschen Chaos. Und hoch, und hoch. Geht nicht höher. Hm. Ey, willst du mich eigentlich verarschen? Ja, aber du gehst jetzt hier.
Mitten in der Arena. Das ist eine Falle, oder? Gehst du jetzt wieder an die Arbeit? Ich will dich nicht noch einmal Nein sagen hören! Hey! Habt ihr was gesehen? Komm zurück, Mann! Den hol ich mir! Du bist mir im Weg! Alle auf einmal! Zapperito! Reiß deine Beine! Da ist noch einer irgendwo, der schmeißt. Hoch. Brauch erstmal einen Pilz hier vorne. Sonst bin ich gleich nicht tot. So, dankeschön. Und wieder hin. Der Waldläufer weiß, dass wir zu stark für ihn sind. Und scheiße, weiß der Waldläufer. Flucht der Bleichhaut! Bleib stehen! Ich bin ihm auf der Spur! Du zuerst. Scheiß Jäger. Und jetzt geht's richtig los hier. Töten! Ja, das war eng, aber es ist machbar gewesen, offensichtlich. So, gucken wir mal weiter. Wir haben noch zwei Sachen, die ich noch nicht kann. Entsprechend Volumen. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Nicht noch eine Latrine für diese Kreaturen errichten. Sorry, Kollege. In Nord soll es drunter und drüber gehen. Ich wette, die Sklaven laufen wieder an. Und wir werden losgeschickt, um zu helfen. Lass uns unsere Schwerter kreuzen. Ich gehe nicht weg. Ich hab Besseres zu tun als... Am Terrorisieren arbeiten. Von der Seite! Auf für den Valador! Sehr gut, einmal Information, bitteschön, dankeschön. Wir gehen jetzt rechts, Mock der Giftmischer. Sehnt sich danach, sich ins Schlachtgetümmel zu stürzen und der kann durch Explosion, Kampfverschlüsse gekillt werden, alles klar. Entfache das Leuchtfeuer! Oh yeah. Oh no. Ja. Das ist ganz da oben, das ist gut. Bitte, rette meine Freunde. Sie zwingen uns, die Karagor zu hüten. Wenn wir nicht gefressen werden, werden wir geschlagen. Machen wir hier einmal den roten Auftrag mit. Weil wir können. Um da ein bisschen Macht zu bekommen. Um Verräterfeinde, blablabla, und Rivalen ihre Rechtsstrafe zu führen, betätigen sich viele Orks mit Freundinnen als Henker. Wird ihm nicht einer geboten, erlangt der Henker Macht. Mische dich ein. Wir sehen, wie der Tag Hork einen solchen Schrecken eingejagt hat. Ja. Das ist noch einer von meinen Fällen. Ihr seid sehr böse, Orks. Ta-ta-ta! Lass mich gehen! Ich diene dem dunklen Herrscher!
Tag. Muss mal verbrennen, hinrichten. Okay, den kann ich direkt. Tun, um sie zu retten, Freundchen. Geschweige denn dich selbst. Das war jetzt nicht so wie geplant. Aber solange der hier oben allein ist, bist du mit Informationen. Du bist mein! Oh, Glück gehabt. Leider noch rechtzeitig, die sind nämlich schon hochgekraxelt. Dinger. Uga Luga, der Freundliche, ist stolz auf das Blut an seinen Händen und lässt sich zusätzlich die Finger. Berät eine Bestie in Kampf. In Richtung gelöst. Kampfbericht. Wie bist du hässlich? Eigentlich nur in die Rune einsammeln, dann hätte ich den Typen gekillt. Nein. Jetzt die Fäuste weg. Weiter als die anderen. Dann befreien wir erstmal den da. Wer von euch hat diese kleine Kreatur aufgespürt? Es hat sie doch einer geschnappt, oder? Endlich bin ich frei. Und kostenfreie Information. Sehr gut. Harsch der Durstige wünscht sich, dass er den Sklaven noch mehr Leid zufügen könnte. Karagor, Kampftodestöße. Die Häuptlinge sind allesamt nicht ganz so leicht. Boom. Zu Tode geschunden jetzt verfügbar. Das ist da unten. Ich könnte jetzt Mock töten. Ich könnte allerdings auch die zerbrochenen Erinnerungen machen. Mock Giftmischer hat auch uns am zweiten Mal kurz. Schaden durch Explosion und ich kam mit Todesstöße. Immun gegen Fernkampf, habe ich ja gerade richtig gesehen. Immun gegen Schleichen, Immun gegen Fernkampf und vergiftete Waffen, man kann ihn nicht überspringen. Der ist hart. Ich konnte nicht länger laufen. Bitte rette meinen Vater. Die Orks schinden ihn zu Tode. Warum einen Häuptling machen diese Folge statt dem Gollum? Ich frage mich, warum sich jemand die Mühe macht zu lernen. Na komm, wie man wir machen Gollum. Gucken wir mal, wo es hingeht. Und dann, gucken wir uns noch den Leuten. Habt ihr das gehört? Was?
Vielleicht Tötung mit Hinrichtung. Terrorisieren, meine ich. Oder denn? Ja. So. Zwischen den anderen Gefangenen ist ein Kampf entbrannt und ich bin einfach losgerannt. Ich frage mich, was mit ihnen geschehen ist. Und dieses Geschöpf mit dem Namen Gollum wird von dem Geist angezogen, den es leuchtender Herr nennt. Dein Schicksal scheint mit seinem bestrickt zu sein. Wohl im englischen Original Andy Serkis. Wir gehen zu den Schätzen. Als Sprecher war es dabei. Beim letzten Mal gab es keine Ochse. Sie sprießen aus dem Boden hervor. Gimuk war langsam. Ich bin viel schneller. Falls du versuchst wegzulaufen, dann fang ich dich nicht bloß. Ich töte dich. Da war doch ein Geräusch. Ja, ich wollte ganz gerne nehmen. Oh Mann. Übersetze dich nicht! Weil mir nämlich den letzten. Ishka Mistsammler nimmt seine Medizin seit der Geburt. Das ist anfällig für Schleichtodeschuss. Das ist der leichteste. So, Gollum ist wieder da. Garstige dort oben, tötet sie. So oder so durch uns. Leuchtender Herr bringt uns zum Schatz. Wir zeigen es ihm, wir zeigen es ihm und er belohnt uns. Piekser da oben, dort. Das Schlimmste an meinem Absturz war die Ladung. Was war das? Ach da. Er hat sich bewegt. Schlimmste an meinem Absturz war die Ladung. Den leuchtenden Herrn, den edlen Herrn. Er riecht gut wie Fisch an der Luft. Aber der dreckige, diebische Waldläufer kommt mit. Dreckiger Waldläufer, er riecht, er stinkt, er tut uns weh, er bestiehlt uns wie Beutlins. Ja. Er zeigt ihn uns, dann nehmen wir ihn. Er zeigt ihn uns, dann stiehlt er ihn. Ach, nein, nein! Wir nehmen ihm den Schatz. Wir nehmen ihn. Oh, spitze Stein. Ist Gollum so alt geworden, ist, ne? Aber nicht wehtun. Braver spitzer Stein. Führe uns, leuchtender Herr. Ihr geht. Wir warten hier auf euch. Wandel in der Geistung des Artefakts.
Das ist so eine Falle. Dein Freund scheint uns allzu gern in Gefahr zu stürzen. Das Wissen über meine Vergangenheit ist jede Gefahr wert. Finster. Ach so. Fußspuren folgen oder was? Nur weitere Fragen! Das sind nicht bloß Träume. Mit jeder Vision wird meine Macht noch stärker. Der Herr wird uns beschützen. Der Waldläufer geht lieber. Sehr gefährlich ist es hier. Wir warten am alten Turm auf ihn. Gule! Fähigkeit freigeschaltet. Geisterblitz. Ruf einen gewaltigen Blitzschlag bei dir. Eroberungsverletzend betäubt sowie Ghoule tötet. Sollte deine Treffer voll aufgeladen sein, drücke Viereck und X, um den Geistesblitz zu verwenden. Aufladende Treffer sind nach 8 oder nach 5 Treffern wird die Anzahl der Treffer-Serie rot und dein Schwert beginnt zu leuchten. Charakterausforderung, bitte auch gut. Machen wir schon langsam, aber es ist noch fertig. Ich glaube, dass ich hier nicht drin bin. Aber ich muss sie besiegen. Dieser Halbling Gollum wird uns bei der ersten Gelegenheit an die schwarze Hand verraten. Er mag den dunklen Herrscher nicht. Diese Kreatur spielt eine Rolle im Schicksal Mittelerdes. Ich kann es spüren.
Und das spürt er richtig. So, welchen haben wir denn? Welchen will ich denn? Möchte erst den Schleichtötbaren, ne? So. Der ganz linke. Er ist Schleichtöt. Ist aber auch weit weg. Okay. Nehmen wir den hier. Der Explosion und Kampfvorstöße, den haben wir jetzt markiert. Wir haben einen Appendiz, die Ghule. Diese brutalen und nachtaktiven Bestien bewohnen Mordor oder wie man das treffender nennen könnte, sie suchen das Heim. Sie leben in klammen, übelriechenden Orten und unterirdischen Höhlen und kriechen nur des Nachts aus ihren Nestern, wenn sie in Schwärmen auf die Jagd gehen. Ghule sind Fleischfresser und keineswegs wählerisch. Sie fressen totes, verrottendes Fleisch und Innereien, ebenso wie alles, was sie bei lebendigem Leib erwischen. Schrecken auch nicht davor zurück, einige ihrer eigenen Art zu verspeisen. Ghule sprechen nicht, sind jedoch äußerst gerissene Kreaturen. Sie greifen mit zahlenmäßiger Überlegenheit an, um sicherzustellen, dass sie ihre Beute überwältigen können. Eine Beute, die unglücklich genug ist, von ihnen ausgewählt zu werden, greifen die Ghule mit ihrem säureartigen, tödlichen Gift an, das sie über weite Distanzen weg verspritzen können. Mordor-Ratten. Die Ratten Mordors scheinen sich ungehemmt zu vermehren. Sie haben sich schon seit jeher an den Leichen erlabt. Nun werden sie immer kühner, machen Jagd auf die Schwachen und Kranken. Es ist ihnen gleich, ob es sich bei ihren Opfern um Orks, Menschen oder Ghule handelt. Sie erachten jede Art von Fleisch als Futter. Ein Geistesblitz hier, glaube ich, freigekriegt, ne? Ja. Wir können verbessern. Nein, können wir nicht. Es hat zwei Fähigkeitspunkte, aber wir haben 21 Macht, bis wir die erreichen. Und wir sparen jetzt auf die 2,5. Ein Reichblatt? Nein, wir sparen auf die 2,5. Waffenruhen, damals auch wieder rausbekommen, irgendwie. Regenerieren beim Fernkampftreffer ist jetzt nicht so prickelnd, dass ich das unbedingt bräuchte. Und 20% Gesundheit bei. Nee, wahrscheinlich 20% Gesundheit bei der Schleichtötung. Egal. Auch uninteressant. So. Muss ich kurz nochmal auf die Uhr achten. Das reicht. Dann würde ich sagen, wir begeben uns jetzt nur noch an unseren Einsatzort. Und jetzt hier vorne nochmal eben eine Heilung weg. Oh, sehr gut. Best Full Life, wenn es geht. Ja. Ach, guck mal. Machen wir den noch? Ja, den machen wir noch. Weil er gerade hier ist. Diese Sklaven werden dafür bestraft, nicht hart genug gearbeitet zu haben. Tötet ihre Zuchtmeister, damit sie entkommen können. Ah, in den Höhlen. Ähnlich in den Höhlen. 10 Uruks durch Schleichtötung. Okay. Und ich muss 3 Fledermäuse töten. Da muss ich eh in der Höhle. Trifft sich doch gut. Da vorne ist nämlich eine Höhle. Geister können in der Dunkelheit sehen. Also nimm den Hilf uns, den bitte! Ich hoffe, dass ein Geist mich sieht, damit er sich umdreht und darin verschwindet, wo er her. So, den ersten befreit. Hey, hier rüber! So. Da drüben sind noch mehr von uns. Bitte hilf ihnen. Da hinten die. Was? Habt ihr das gehört? Die Hälfte haben wir schon mal. Waldläufer, bitte! Komm schnell! Halt! Ich habe etwas gesehen! Ja, du hast mich ja gesehen. Lasst uns nicht im Stich!
Habe ich da gerade etwas gehört? Ja. Hast du. Begebt euch hinter ihn! Ich kann es nicht mehr länger ertragen. Bitte hilf mir! Stück. Nicht zu glauben, dass wir uns den ganzen Tag an dieser grauenvollen Hitze stehen lassen. Ha, der Feigling ist abgehauen. Fängste. Er ist weg. Was für ein Feigling. Moment, warn dich ja nur, Ratten. Wir werden schon bald genug zu kämpfen. Sieht so aus, als würde... Habt ihr das gehört? Kannst uns nicht alle töten. Es gibt noch andere, die dich brauchen. Bitte finde sie. Ja. Komm, ja, guck mal, die Fledermäuse da hängen. So, erledigt. Diese Uruk sind verrückt. Sie schicken uns alle zu Tode, wenn wir sie lassen. Danke, Waldläufer. Ich riss dir den Kopf ab! Schau mal dir! Achso, hier ist aber die Mission. Einmal das. Gibt's keine Fledermäuse? Verätzend. Okay. Echt in so eine andere Höhle. All dieses Geklirre von der Schmiede bedeutet hoffentlich, dass... Jetzt aber noch schnell zu dem Ausgangspunkt der Quest. Krass, da kämpft er immer noch gegen die. Gibt's denn hier noch Höhlen? Die einzigen, die noch in Frage. Oh. Dann haben wir so zum Einbruch danach von den Truppen von Ghulen geraubt. Allein stieg er in die fauligsten ihrer Nester herab und tötete jede Kreatur, einschließlich ihrer Matrone. Was ich allerdings erst tue, wenn ich die. Gehen wir erstmal auf jeden Fall dahin und gucken, ob wir da noch die Fledermäuse kriegen. Hat einen relativ einfachen Grund. Ich mache eine Schnellreise kurz darüber. Denn die Matrone kriege ich mit Sicherheit auch noch als Jagdherausforderung. Und dann möchte ich die natürlich schon haben, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, dass dann eine Matrone kommt. Die sind nämlich vergleichsweise selten. Gucken wir mal, ob wir da Fledermäuse hängen haben. Habt ihr das gehört? Ich entwaffne dich!
gegen uns! Genervt. Aber eigentlich hingen die Fledermäuse hier an den Eingängen immer rum. Das war, meine ich, auch bei der Höhle so. Weil in vielen Höhlen war ich ja gar nicht. Haben wir da eine und wir haben da oben die große Graukhöhle. Da das alles noch nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Mit den Fledermäusen, die wahrscheinlich dann nur tagsüber da hängen. Beende ich jetzt einfach mal die Folge und dann gehen wir in der nächsten Folge dann doch mal dahin. Töten mal einen der Hauptmänner. Soweit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns dann. Bis dahin, euer Steffel.